Okay, ihr Lieben, einfach ohne Vertun. Ich hatte eine Aufnahmesession, die ich in die Tonne treten konnte, weil meine Festplatte vollgelaufen ist. Und dementsprechend fehlt jetzt eine Menge, was ich praktisch schon gezeigt habe. Das will ich heute eigentlich mit der Aufnahme komplett durchziehen. Wir hatten ja schon River und Swamp. Hatten wir den Swamp auch schon? Ne, den River hatte ich bis jetzt, glaube ich, nur, ne? Auf normal, easy würde man, glaube ich, noch länger fressen müssen, sieht man ja hier. Plus 25 Experience from Hunting. Ich hatte einen Hecht schon relativ hoch gelevelt und dann ist mir tatsächlich das Spiel stehen geblieben. Es ist halt noch eine Early Access. Muss man nachsehen. Ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen was durchzuspielen, damit ihr so noch ein bisschen was von dem Spiel zu sehen bekommt. Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man eine solche Aufnahme verliert, weil sie war echt relativ gut. Ich hatte alles gezeigt. Wir suchen uns mal einen Fisch aus und wir sind natürlich wieder bei Null, logischerweise. Das ist immer wieder das Nervige. Gut, den Piranha fand ich nicht ganz so prickelnd, hatte ich festgestellt. Dann gibt es noch frei den Ubur. Der macht 14 Gesundheit. 15. Der macht aber schon ein bisschen mehr Schaden. Den Raptor könnten wir auch. Ich glaube, der war gar nicht so verkehrt. Und die kosten schon wieder Kohle hier. Das geht dann hoch bis zum Snakehead und zur Sumpfschildkröte hier. Ja, dann nehmen wir, glaube ich, ich nehme den Raptor. Ich glaube, das ist auch ein Schwarmfisch. Es ist ein Schwarmfisch. Hier haben wir es. Call of the Gang. Das wäre schon ganz interessant. Ist natürlich dann nervig, weil die einem alles wegfressen, aber man hätte zumindest ein bisschen Verstärkung. Okay, das ist eine passive Fähigkeit. Alles klar. Wir nehmen den Raptor und... Oh Gott, was für ein Horror. Ich hatte eigentlich schon mit dem Spiel abgeschlossen. Zumindest, um das zu zeigen. Uah, Krabbe. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Das ist so ein Saugfisch. Da sind Kollegen von uns. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte mit dem Spiel echt schon für mich abgeschlossen. Die können einen einsaugen, ne? Ich muss echt aufpassen. Das ist ein Snakehead. Der saugt uns wahrscheinlich auch so weg. Warte mal, sind das Kollegen von uns? Ne, das sind Ubers. Boah. Ah, nein, ich wollte es einsaugen, verdammt. Okay. Ich muss erstmal wieder jetzt reinkommen in das Spiel. Weil ich das für mich echt schon abgeschlossen hatte. Nee, das sind auch Schwarmfische. Da will ich jetzt gerade gar nicht rein. Irgendwas Kleines vielleicht? Oh, oh, das ist die Schnappschildkröte. Oh, geh weg. Ach, jetzt kommt die chillige Musik. Die ist echt klasse, die Musik, aber es ist... Ah, komm her. Ich fand dich zum Fressen gern. Auch wenn du mich einsaugen könntest, wo bist du? Oh, also sorry für eventuelle Motion Sickness, aber die bekomme ich auch, glaubt mir. Jetzt habe ich mich verbissen. Jetzt habe ich mich verbissen. Komm, den kriegen wir. Komm schon. Du bist doch schon tot. Gib's zu. Nein, du hast die Augen schon zu. Komm schon. Oh, man hört wahrscheinlich, wie verrückt meine Maus. Und ich gehe gerade vom Mikro weg. Das sollte so nicht sein. Ah, konnten wir so einschlürfen. Sehr gut. Okay, aber man sieht, das bringt nicht besonders viel. Also ich zeige euch jetzt noch ein bisschen den Swamp hier und dann gehen wir gleich in den Ocean über. Ich verkürze das Ganze jetzt einfach mal. Vielleicht spielen wir es irgendwann nochmal im Stream. Oh. Ich glaube, ich halte mich doch an die Goldfische, auch wenn die einen einsaugen können. Oh, das sind Piranhas. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich sitze jetzt hier voll verquer. Springt aus dem Wasser. Komm schon. Ah, komm schon. Oh, dieses anfängliche Leveln, das ist so enervierend. Mann! Geht weg, Piranhas, das ist meine Beute. Sonst rufe ich meine Gang. Oh, das ist so müßig. Man hört wahrscheinlich, wie blöde mich klicken hier.
Ich habe mich auch jetzt schwer getan, einen neuen Anfang zu finden, muss ich sagen. Weil ich war wirklich zufrieden mit dem, was ich, ich muss mal im Anzug setzen, was ich hier abgeliefert hatte. Und ich hatte alles abgehandelt, ein bisschen alles gezeigt. Boah! Hölle! Gang! 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 Hilf mir! Boah! Oh. Kann das jetzt jemand nachempfinden, den Frust, den ich hatte und warum ich nicht wieder anfangen wollte? Boah! Willst du mich verarschen? Ich spawn hier und das Ding schlürft mich so weg. Es ist doch nicht wahr. Gang is on. The gang is on. Da da da. Da 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 da. Jetzt ist hier noch keine Beute. Uah! Oder Schlürfisch hier. So, wo ist die Gang? Hä? Wo seid ihr, wenn man euch braucht? Uah, geh weg. Oh, der ist tot? Ist der tot? Das ist einer von unseren. Ist der tot? Was ist mit ihm los? Hä, was ist mit ihm? Oh, da liegt, da ist... Oh, ja, Baby! Cool, ich, meine eigenen Leute. Meins. Okay, ich muss es... Ah, komm her. Wollen wir die Krabbe mal hier auseinandernehmen? Als Gang? Oh, jetzt habe ich nichts gesehen. Aua. Oh, die ist relativ groß. Und wieso kriege ich den ganzen Schaden? Könnt ihr mal bitte mitmachen? Ach, die sind tot. Nein, ich bin tot. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Oh, warte, da. Da, 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 da. Deswegen sind die alle tot. Nein! Ich versuche nichts Unflätiges zu sagen, ne? Du Scheißfisch. So ein Scheißfisch. Im Ernst. Mann, das ist so nervig. Ich gehe gleich in den Ozean. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Ozean ist es einfacher. Komm, der bringt mich doch jetzt gleich wieder um. Ich sehe das schon kommen. Dem wenigen Schaden, den wir machen, bringt er uns doch gleich um. Oh, Alter. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ja, jetzt kommt ihr. Jetzt, wo ich tot bin. Da ist meine Leiche übrigens. Ihr alten Schwein. Oh, das ist ein Snakehead. Der frisst mich bestimmt gleich auf. Frisst er mich auf? Na, komm. Yeah, gefressen vom Snakehead. Großartig. Komm. Also irgendwie finde ich den Anfang im Ozean besser. Einfacher. Was auch nicht so wirklich so ist, aber... Komm schon. Geh weg. Das ist meiner. Mein Fischli. Da ist wieder eine blöde Krabbe. Womit fängt man denn hier an dann? Oh, guck mal an hier, die U-Burs. Kann ich bei eurer Gang mitmachen? Ihr seid irgendwie... Nein! 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 Wieso? Lass mich los! Und der Snakehead wird immer größer. Ihr seid eine beschissene... Oh, da ist eine Krabbe. Beschissene Gang, echt. Oh Gott. Ich mache jetzt auch meine Gang nicht an. Die kommen bestimmt ja alle angeschissen. Ja, ja, war klar, dass ihr jetzt alle ankommt. Ich wusste es. Guckt euch die scheiße Bande an hier. Ihr seid doch echt mies. Ihr seid echt mies. Ihr lasst einen im Stich, wenn man angegriffen wird. Miese Bande. Oh, das sind schon wieder diese anderen Schlürfische. Man muss so aufpassen hier. Du wirst so schnell selber zum Gejagten. Ich finde jetzt aber auch nichts. Da ist wieder der blöde Hecht. Großartig. Ich finde jetzt aber auch nichts, wo man sagen könnte. Ach, Mann. Weißt du. Ich versuche den jetzt mal anzuknabbern.
Nein, geh weg, lass mich los, ich bin so empfindlich. Und da bin ich kitzelig. Nein. Oh shit, ich komme von ihm nicht weg. Okay, weißt du was? Nein. Main Menu, wir gehen in den Ozean. Ich habe euch die Fische gezeigt, ihr kennt die Umgebung, die Karte jetzt. Oh, es gab ein Update. Okay, großartig. Wir gehen jetzt einmal im... Also den Hard-Modus lassen wir komplett aus. Easy muss auch nicht unbedingt sein. Wir bleiben im Normal-Modus. Wir gehen jetzt nochmal in den Ozean. Wir könnten auch nochmal die große Karte nehmen. Das ist, glaube ich, eine prähistorische Karte. Dann werde ich euch noch einmal den Survival-Modus zeigen und die Crab-Madness. Aber dann sind wir auch, denke ich, mir mal einfach durch. Es macht Spaß, aber es ist besonders schwierig, wenn man irgendwas zeigen will, wenn man sich sowieso schon wahnsinnig konzentriert. Und es ist ein ziemlicher Frust, wenn man ständig gefressen wird. Wir könnten als B-Boss anfangen. Ich glaube, die Idee war gar nicht... Oh, ich hatte alles. Ich war ein riesiger B-Boss. Wir haben als Hai schon gespielt und das ist alles so frustrierend, weil das so... Und der weiße Hai hat uns am Anfang so oft weggesnackt und schließlich habe ich dann auch einen weißen Hai genommen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich sehe schon. Aber als B-Boss können wir, glaube ich, gut anfangen. Die sind alle noch locked. Der kostet schon... Wir können uns auch gar nichts anderes leisten. Den Kokosteus könnten wir auch nicht. Den Nilin könnten wir nicht. Die grüne Moräne. Ich zeige euch einfach nochmal alles. Das ist der Schwarzspitzenriff heißt das, glaube ich. Der hier jetzt auch gerade. Guck ihn hier an. Dann gibt es noch den Hammerhead, hatten wir alles. Goliath, der alles einsaugt, auch was noch wesentlich größer ist als er. Na, also der hat einen wahnsinnigen 50% größer. Fische, die 50% größer sind als er selber. Den Schwertfisch, den Tigerhai habe ich auch versucht, bin ich dann nachher vom weißen Hai gefressen worden. Den Dunkliosteus und da ist der Great White. 500 Münzen. Ist nachher kein Problem mehr, aber für den Anfang ist es vollkommen utopisch. Und wir können sowieso nur den B-Boss nehmen. Also nehmen wir den B-Boss. Der auch als Schwarmfisch. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Agieren kann. Ich mache aber die Gang off. Und wir müssen mit diesen kleinen Seeigelchen hier anfangen. Das kann sein, dass ich mal irgendwas nicht erkläre. Das liegt aber daran, weil ich es einfach schon erklärt habe. Da oben sind Barracudas, glaube ich. Sehe ich das richtig? Ja, da guck dir die Saubande an. Ihr nennt euch Familie? Das ist ja wie Weihnachtsessen hier. Ja, es ist echt mühselig. Und das wird sich nicht ändern. Erst wenn wir die hier zum Beispiel schon mal einsaugen können, haben wir es ein bisschen leichter. Ohne, dass uns die anderen was wegschnappen. Man kann perverserweise später, wenn man groß genug ist, die eigene Art einsaugen. Also man kann die eigene Art nicht fressen, aber wenn man groß genug ist und dann nur noch praktisch am Einsaugen ist, kann man die eigene Art mit einsaugen. So als Versehen, aus Versehen. Oh, schnell weg. Wir könnten ihn angreifen als Gang, aber wenn der macht echt megamäßigen Schaden. Wenn er zustößt mit seinem Schwert. Okay, wir halten uns erstmal hier an die kleinen knuffigen Seeigel. Und dann später an die Krabben. Das ist so müßig. Ich habe dann auch nachher, glaube ich, einen Cut gemacht. Und dann einfach zwischendurch nochmal gezeigt, wie es dann nachher ausgesehen hat. Weil das ist langwierig. Es ist verdammt... Oh Gott. Langwierig, einen Fisch so hoch zu leveln, dass er, auch was ausrichten kann. Weil wir brauchen dann nachher ja immer größere Beute, die wir verschlingen können, sind aber immer noch selber die beste Beute für den weißen Hai, weil der dominiert hier alles in diesem Gebiet. Das Gebiet ist relativ klein, wenn man das als großer Fisch mal gesehen hat. Aber der weiße Hai hier, der dominiert alles. Ey! Ja, dann du. Die machen so komische Geräusche, die Zebrafische. Okay, den haben wir.
Jetzt muss ich aber nur aufpassen, weil die... Die fucking Family ist da. Nein! Willst du mich verarschen? Jetzt kriege ich wegen dieser Scheiß... Weil ich mich nicht drehen kann, kriege ich meine eigenen Fleischstücke jetzt hier nicht. Die ich mir mühselig erkämpft habe. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Dann macht gefälligst mit. Ja, nicht so, dass ich den ganzen... Wo bin ich? Welcher bin ich jetzt von den ganzen Fischen hier? So, einschlürfen, was geht. Level 4. Und was ist man? Man ist immer noch ein kleiner Fisch. Selbst mit Level 20 oder 30 ist man immer nur noch ein kleiner Fisch. Der macht verdammt viel Schaden. Ich weiß nicht, ob ich mich an den rantrauen sollte. Mann, komm schon. Verbeiß dich. Oh, das darf nicht wahr sein, ne? Das ist, ihr seid echt die lästige Mischpore hier. Okay, es klingt gerade so laut. Oder liegt das an der Strömung? Ich weiß es nicht. Muss mal aufpassen, dass hier nichts Größeres. Da hinten ist nämlich zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Tigerhai. Da muss man verdammt nochmal aufpassen. So schnell kann man gar nicht gucken, wie man dann weg ist. Im flacheren Gewässer wären zum Beispiel Krabben. Und die können man dann später auch relativ gut weghauen. Aber da treiben sich dann eben auch die Tigerhaie rum. Und dementsprechend, während man es nicht kommen sieht, wird man dann einfach gefressen. Und bei mühselig aufgelevelten und also mühselig und langwierig aufgelevelten Fischen. Mann! Das war der Goliath, der uns eingeschlürft hat. Wir haben 19 Münzen. Ich bin versucht, einen anderen Fisch zu nehmen, aber der bringt mir auch nichts, weil du fängst immer wieder klein an und es ist echt. Vielleicht sollte ich einfach euch das Ganze ersparen und 3 Stunden jetzt hier hochleveln, bis wir eine vernünftige Größe haben und so langsam dann auch mal bei den Großen mitspielen können. Weil ansonsten wird das hier lange, lange, lange dauern. Okay, der greift da schon meine Kollegen an. Da halte ich mich das mal raus. Es nützt nichts, wir müssen echt mit diesen kleinen Stinke-Igeln anfangen. Und mühselig alles wegschlürfen. Mann, nun flieg doch nicht weg hier. So, zack. Wow, Level Up. Das ist so gigantisch. Ich halte mich hier so ans flachere Wasser, da wo die ganzen Dinger eben halt auch sind, da. Und die größeren Räuber nicht unbedingt sich aufhalten. Aber auch dann kann man von hinten mal eben von einem Barracuda gefressen werden, von einem Goliath eingeschlürft werden. Man ist halt von nichts gefeit hier. Weißt du, und dann diese chillige Musik dabei. Yay, yeah, ich werde gefressen. Oh, guck mal, Level 20. Hat ja nur 3 Stunden gedauert. Oh, oh, ich werde gefressen. Aber diese chillige Musik im Hintergrund, das ist echt klasse. Und jetzt sehe ich mich von innen. Ich kann mir selber in die Augen schauen. Großartig. Schlürf das Ding weg, danke. Wow. Ach ja. Ja, ich glaube, ich mache einen Cut. Oder beziehungsweise wir machen jetzt eben noch eine Folge hier voll und dann zeige ich euch in der nächsten Folge hoffentlich, ich hoffe, dass ich euch dann einen Bibos zeigen kann, der dann schon ein bisschen was größer ist und vielleicht auch schon mal größere Fische angreifen kann. Und irgendwann können wir dann auch einen Goliath fressen. Man muss das nur abschätzen, weil man vertut sich da sehr schnell. Man meint, oh, das kann ich jetzt locker. Ich greife den an. Nein, und dann bist du weggeschlürft. Dann bist du eine Mahlzeit. Eine Dose Tomatenfisch oder sowas. Keine Ahnung. Und auch wenn wir jetzt hier einen Gangfisch haben, ist es doch immer besser, alleine zu jagen.
So bleibt mehr für uns übrig. So, jetzt muss ich hier aufpassen, weil hier sind durchaus die Tiger unterwegs. Da sind Krabben. Wir könnten das jetzt tatsächlich schon mal mit einer Krabbe versuchen aufzunehmen. Nee, die sind noch ein bisschen zu groß. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst vor den Tigerhaien. Die kommen nämlich hier ins flache Wasser inzwischen. Bist du meiner Kragenweite? Schnell, bevor er rausgeht. Oh, er macht ja Schaden. Uiuiui. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, okay, das war's. Wir kriegen immer so rote Augen, so Rage-Augen. Da wäre noch eine Krabbe. Aber ich, wie gesagt, ne, du drehst den einmal den Rücken zu und schwupps haut dich der Hai weg. Mehr Level wäre nicht schlecht, dass wir wenigstens schon mal mehr Schaden machen würden. Das wäre ganz großartig. Level up. Grundsätzlich ist das ein tolles Spiel, aber es kann echt naja, die Nerven auf die Probe stellen. So, Krabben. Da wäre noch eine Krabbe. Ah, die geht gerade raus. Verdammt. Die können natürlich auch an Land. Da ist eine. Schnell. Hol sie dir, Bibos. Oh, die ist ein bisschen größer. Die macht auch schon 3 Schaden. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Bei schneller. War Rage Mode. Okay. Schlürf weg. Und dann weg. Nie zu lange auf einem Fleck bleiben, sonst ist man selber schneller Beute, als man Bibos sagen kann. So ist, ich bin wahrscheinlich auch immer zu ehrgeizig. Ich denke dann immer, ich kann das schon, aber in Wirklichkeit bin ich immer noch der kleinste Fisch weit und breit. Du bist schon ein bisschen was größer, ne? Warte mal, die Seesterne geben, glaube ich, ein bisschen mehr an Erfahrung. Uah, geh weg! Schlürf weg! Schnell! Man kann auch prima klauen bei den anderen. Das machen die ja bei einem selber auch. Gar nicht so verkehrt, aber man darf... Oh nein, jetzt ist das despawn. Aber wie gesagt, man darf nicht... Oh, der kann das mit einem Mal... Ja. Mach das. Ich bin dann der Cloud. Ich darf den bloß nicht jetzt vors Schwert kommen. Wir könnten ihn wahrscheinlich auch schon versuchen anzugreifen. Verdammt, jetzt hat er das aufgefressen. Aber es ist halt immer... Risky, wollte ich sagen. Riskant. Okay, ich darf meine Ausdauer... Ich habe so wenig Ausdauer, die ist so schnell weg. Wir können immer nur einen ganz kurzen Sprint hinlegen. Jetzt ist hier auch gerade gar nichts mehr, ne? Vielleicht sollte ich auf die andere Seite gehen. Ach, den können wir schon wegschlürfen. Okay, was war das? War das ein Fisch oder ein... Eine Garnele oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch ein Seestern. Oh, jetzt machen wir schon ein bisschen mehr Schaden. Das ist doch schon mal ein anderer Schnack hier. Wie gesagt, wenn wir die erstmal so wegschlürfen können, dann müssen wir uns nicht mehr so lange an einem Ort oder an einem Fleck aufhalten. Aber das dauert eben halt. Das ist echt mühselig. Braucht man noch verdammt viele Bisse, um das hier wegzukriegen. Oh, ne, Level 9. Man könnte jetzt meinen, oh, was für ein relativ großer Fisch. Nein, wir sind immer noch ein kleiner Fisch. Und wir spielen auch gerade nur in der ganz, ganz untersten Liga. Mal eben vorsichtig umgucken. Da ist der Goliath. Siehst du, ich wusste es doch.
du Mistvieh, irgendwann fresse ich dich. Ja, das ist mir zu dicht an dem Goliath dran. Der kommt einmal und schlürft einen so weg. Das kannst du knicken. Und je größer man wird, umso interessanter wird man dann auf einmal für die. Wenn man noch relativ klein ist, wird man schnell mal übersehen. Ich muss den echt im Auge behalten. Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er und saugt gerade alles ein, was geht. Jetzt ist er da hinten. Würde sich mal eben lohnen, sich in einen von diesen hier zu verbeißen. Komm schon. Sehr gut. Halt, da liegt noch was. Mal schön aufessen. Die bringen nachher selber richtig viel, wenn man groß genug ist, um die zu fressen. Oh, da ist ein... Ist das eine gute Idee? Wir könnten es versuchen, aber die beißen schnell. Ha! Ich habe dem Hai was geklaut, ich habe dem Hai was geklaut, ich habe dem Hai was geklaut. Schnell weg hier. Und wieder mit dem Segel. Yay, und die chillige Musik. Ich muss nur den Hai im Auge behalten. Dass der nicht meint, ich wäre eine Mahlzeit für ihn. Da ist ein Seeigel. Ein Seestern. Die wir seltsamerweise nochmal schneller kaputt kriegen. Aber die auch noch mehr bringen. Warum auch immer. So, Vorsicht, Vorsicht. Da ist noch ein Seestern. Hier sind, glaube ich, auch Krabben. Hier ist so ein bisschen Krabbengebiet. Aber wir sind auch jetzt, glaube ich, relativ dicht am Haigebiet. Also ich muss echt aufpassen. Ich traue mich jetzt gerade gar nicht, einen Cut zu machen und zu sagen, pass auf, in der nächsten Folge zeige ich euch hoffentlich einen B-Boss, der schon... Naja, halt eben ein größerer Fisch ist und vielleicht sogar schon mal eine Bedrohung für andere darstellt. Haben wir alles schon gehabt. Haben wir alles schon gehabt und es gibt echt lustige Sachen, die man machen kann, dass man zum Beispiel so riesig wird, dass man praktisch nur noch hier in diesem Becken, was momentan ja riesig erscheint, nur noch in diesem Becken hier liegt und nur noch einatmen muss ungefähr und alles kriegt, was hier spawnt. Man kann dann alles einsaugen, was hier spawnt. Ist ganz interessant und man kann tatsächlich... Inzwischen, es war früher, glaube ich, mal auf 1000 Level begrenzt. Man kann, glaube ich, aber soweit ich weiß, war das... Nee, oder auf 100 Level war es begrenzt. Ich will jetzt nicht sagen Level 1000. Da hinten war irgendwas Größeres. Ich glaube, das ist gerade jetzt nicht mehr... Es ist, glaube ich, mal abgedatet worden, dass es nicht mehr begrenzt ist. Nur, glaube ich, irgendwann macht das Spiel das nicht mehr mit. So, schlürf ein. Da hinten ist, glaube ich, das Haibecken. Und eben halt auch der große Weiße, der hier seine lustigen Runden zieht. Und anscheinend überall ist. Also ich habe schon mal den Tigerhai gehabt. Den hatte ich schon relativ groß und hochgelevelt. Eine ganze Zeit hat der Weiße mir nichts getan. Und dann hatte ich irgendwann wohl eine so... appetitliche Größe erreicht, dass er mich dann so weggehauen hat. Und der macht Schaden. Der macht so gewaltigen Schaden. Man hat, glaube ich, selber schon als Anfangswert hat der Hai, glaube ich, der weiße Hai, einen Schaden von 500 oder sowas. Oh nein, da ins offene Wasser raus. Das ist eine doofe Idee, ne? Das ist eine verdammt. Das ist eine fucking doofe Idee. Schnell weg, schnell, 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 schnell. Oh Gott, mein Sprint ist weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier und versuche zu überstehen. Krabbe, mach keinen Scheiß. Okay, ich versuche jetzt den B-Boss, der jetzt bei Level 14 ist, doch mal ein bisschen größer zu kriegen und dann zeige ich euch in der nächsten Folge, was ich vielleicht erreicht habe. Mal gucken. Ich sage bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissi.